Diese Woche sind alle Luxus-Apartments in GTA Online um 40% reduziert. Dazu passend gibt es doppelte Belohnung für die 5 ursprünglichen Raubüberfälle, die hier gestartet werden können. Macht man diese Woche alle 5, gibt es noch 500.000 Dollar extra. Fürs Abschließen des Fleeker-Jobs gibt es noch eine Lackierung für den Übermacht-Cypher. Ansonsten sind diese Woche folgende Fahrzeuge reduziert: der Mammoth Hydra, der Buckingham Valkyrie, der Savage, der HBY Insurgent Pickup, der HBY Insurgent, der Joe-Built Vellum 5-Seater, der Karin Technico und der gepanzerte Karin Kuruma. Außerdem sind alle Waffen um 30% und Körperpanzerungen um 50% reduziert. Nachtsichtgeräte sind kostenlos. Spielt man diese Woche GTA Online, gibt's auch wieder ein kostenloses T-Shirt. Auf der Teststrecke können diese Woche der Arnis ZR250, der Karin Futo GTX und der Karin Previon ausprobiert werden. Das Preisfahrzeug im Car-Meet ist der Übermacht Cypher, den man bekommt, wenn man diese Woche an 6 Tagen in Folge in die Top 4 eines Car-Meet-Rennens kommt. Im Casino gibt es den Lampadati Casco zu gewinnen. Doppelte Belohnung gibt es diese Woche für Autoshop Client Jobs, exotische Exporter und den Motor Wars Spielmodus. Die Amazon Prime Boni sind das kostenlose LCC Sanctus Motorrad und 70% Rabatte auf den Western Company Besra und den True Fate Z-Type. Nicht schlecht, aber auch nicht überragend. 3 von 5 möglichen Sternen. Das war vorerst das letzte Update-Video, da ich in nächster Zeit keine Zeit dafür haben werde.